So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Resident Evil 7. Ich bin's natürlich, eure Bum36, und wir haben hier den Rollstuhl der alten Frau. Und ich frage mich, ob die alte Frau Evelyn die ganze Zeit über war oder ob wir einfach nur großes Pech haben, die jetzt auch noch zu machen. Nein. Okay. Dich genau gesehen. Warte mal, das kenne ich doch noch vom ersten Mal. Die ist natürlich zu. E001. Okay, habe ich schon gesehen. Na dann mal los. Wo kann man jetzt schon wieder hin? Gleich kommt uns die alte Strulle entgegen, sag's euch. Das ist nicht im Rollstuhl, sondern ziemlich am Laufend. Hä? Wo müsste ich denn jetzt hin? Kann ich telefonieren? Und warum zum Henker, wenn ich jetzt wieder in dem alten Haus? Oder beziehungsweise in dem Haus, wo alles angefangen hat? Ja, ich erinnere mich daran, danke. Auch nur eine Illusion, verstehe. Sag ich doch. Warum sehe ich das? Weil du verrückt geworden bist. Hä? Nichts hier für mich? Okay, dann nicht. Ach, komm schon. Heimgang. Egal. Hallo. Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Das schon wieder. Ich liebe ihn, Mami. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Aha, ja. Danke für die Information. Wenn er nicht mein Daddy sein, dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Okay, von mir aus. Ja, dass du hinter diesem Angriff von ihr gestellt hast, war mir schon klar, aber was machen wir jetzt hier? Soll ich dir noch in die scheiß Küche folgen? Hintereingang. Oder soll ich nach oben? Wieso sind wir jetzt wieder hier gelandet? Hilfe! Was sind wir?
Dachboden. Ethan, hilf mir. Ethan, das bildest du dir alles bloß ein, das ist dir schon klar. Hä? Was soll ich denn jetzt hier? Ist hier irgendwo eine Leiter? Sollte nicht hier normalerweise eine sein? Das ist auch keine Leiter. Komisch. Also doch lieber in die Küche oder was? Lass mich sterben! Lass mich in Ruhe! Ja. Jetzt ist da immer noch keine Leiter. Okay, alles klar. Er hat ja echt überall. Verdammt, wo bist du? Sie spielt mit dir in deinen Gedanken. Evelyn! Vielleicht mit uns. Ich spiele Nein. nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Verdienst du dich? Das ist nur wieder eine Hallo! So, wo ist jetzt die eine? Wo ist sie? Hä? Nicht schon wieder machen. Ach, Leute. Was soll das denn jetzt hier? Bist du wahnsinnig geworden? Ethan, du bist verrückt. Ist sie vielleicht jetzt oben? Kann das sein? Oh, warum muss ich jetzt suchen wie so ein Trottel? Meine Güte! Mia ist tot, ja? Soll ich das machen? Nein. Nein, das nicht.
meine Güte, nerv dich vielleicht. Lass mich jetzt einfach zu dir. Was soll ich das hier machen, bitte? Oh, was soll ich denn jetzt wieder tun? Einfach Raketenwerfer benutzen oder Granatwerfer? Ach Mann, ey, Leute, was ist denn das? Neu starten. Aus irgendeinem Grund komme ich nicht zu ihr. Ich möchte aber Evelyn. Evelyn wird sie nicht näher an sich heranlassen. Wenn sie mit dem Enoxidin erledigen möchten, müssen sie ihre Angriffe abblocken. Hab dich! Nein, nein, nein! Mann! Mit Rennen zu ihr kommen. Ich wusste es. Ich sagte doch, es ist die alte Frau. Ich sagte doch, die alte Frau ist Evelyn. Weil es hat ja auch geheißen, es ist nur eine Erscheinung, dass sie zu dem Monster wird. Ja. Was passiert jetzt? Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Ach du Scheiße. Du bist nur ein kleiner Junge. Au, meine Fresse. Ich wollte nur eine Familie. Mann!
Wahnsinn, die Frau. Welche Waffe? Schluss mit den Spielchen. Meine Güte. Und jetzt? Was jetzt? Ist jetzt tot oder was? Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Oh, wo kam auf einmal die Stimme her, die Waffe? Keine Ahnung. War das vielleicht Lukas, der Idiot? Oder habe ich Lukas umgebracht? Nein, ich glaube, gegen ihn habe ich nicht gekämpft. Trophäe erhalten, nichts riskieren. Trophäe erhalten, der Albtraum ist endlich zu Ende. Trophäe erhalten, nur noch eine Erinnerung. Was sind das für Leute hier? Wieso denke ich jetzt, dass die von Umbrella sind? Ich bin Redfield. Ja, Chris Redfield. Hi. Warum hat das so lange gedauert? Chris Redfield, verstehe. Ich kann es gar nicht abwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Oh. Mit meinem geliebten Mann zu sein. Ja, ich musste sie halt leider umbringen. Ja, danke. Leb wohl. Ja, dadurch, dass wir Mia nicht geheilt haben, haben wir im Endeffekt keinen bekommen. Wahrscheinlich, wenn wir sie heilen würden. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Hätten wir ein anderes Ending. Hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Oh ja. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Umbrella Corporation. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das erste Mal hatte ich Mias Verlust akzeptiert. Aber jetzt habe ich sie wieder verloren. Die einzige andere Tür, die ich sehe, ist zu. Resident Evil Biohearts. Was passiert jetzt? Das Anfangslied wieder. Aber ziemlich leise. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier auch ein New Game Plus gibt. Weil dann möchte ich nämlich Mia heilen.
So kann man die Credits auch verpacken. Also es gibt in dem Spiel noch sehr viel zu entdecken. Wir hatten, glaube ich, nicht alle Dokumente. Dann hatten wir nicht alle Videokassetten. Die ganzen DLCs sind ja noch nicht alle draußen. Und es fehlt ja auch, wir haben auch zwei Münzen nicht gefunden. Und die ganzen Wackelköpfe haben wir nicht gefunden. Ansonsten haben wir alles gekriegt. Aber warum holt Chris Redfield ab? Na gut, man muss ja irgendwie halt eine Rivalität schaffen zwischen den beiden. Und irgendwie, ich weiß nicht, das Ende war dann später ziemlich offensichtlich, als ich den Rollstuhl gesehen habe, dass entweder treffe ich noch die Alte und muss die auch noch töten, oder Evelyn ist die Alte. Weil es hatte ja in einer Notiz geheißen, dass sie nur als Erscheinung wie ein Mädchen auftaucht. Und das war irgendwie komisch, ne? Wenn man bedenkt, ne, man hatte diese Frau die ganze Zeit vor der Nase. Wie oft habe ich mich erschreckt, weil sie auf einmal da saß. Naja, okay. Also das Spiel ist, sag mal, also man muss jetzt natürlich zu meiner persönlichen Meinung kommen. Ich finde, das Spiel ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht ganz mein Stil. Ich habe auch schon ganz am Anfang gesagt, dass ich sehr enttäuscht von dem Spiel bin. Das hat sich jetzt durch das ganze Spiel drüber hinweg nicht geändert. Es gibt halt einfach zu viele Punkte, die mich einfach total genervt haben. Man hat irgendwie immer die gleichen Gegner gehabt. Es war langweilig. Da habe ich schon meine Zombie-Horden vermisst. Gut, die Zombie-Horden hatte ich vielleicht mit diesen montierten Monstern, die sie ausgespuckt hat. Ja, okay, sehe ich vielleicht irgendwo noch ein. Aber trotzdem, es war nicht mein Spiel. Also, es war nicht schlecht, ja. Aber ich finde, es hat nichts mehr mit Resident Evil zu tun. Das ist halt das, was ich halt schade finde. Vor allem, man hat es jetzt auch gemerkt am Ending oder wie oft man Jack bekämpfen hat müssen. Es war echt nicht meins. Also da habe ich schon bessere Spiele gespielt. Und vor allem, es hat mich ein bisschen auch zu sehr an The Evil Within erinnert. Und ich habe halt da auch meine Parallelen gezogen. Und da muss ich echt sagen, dass The Evil Within deutlich besser wie Resident Evil 7. Aber gut, dagegen kann man nun mal nichts machen. Aber auf jeden Fall ist es krass, nach der Heilung, wie lange man noch ganz schön auf das Ende hin arbeiten musste, nachdem man sich entschieden hat, entweder Mia oder die andere Zeilen, wie heißt sie, die Zoe. So, also, wie gesagt, ich war von dem Spiel, bin jetzt von dem Spiel nicht so begeistert. Es ist nicht so der Brüller. Von Resident Evil mag ich ja am liebsten immer noch Teil 5. Den spiele ich bis zum Abwinken und ich hätte es mir jetzt eigentlich gewünscht, dass Resident Evil 7 eigentlich so ein Teil wird, den ich wieder und wieder und wieder und wieder und wieder spielen möchte. Aber momentan, nein, momentan ist diese Lust nicht da. Das ist nicht da. Das Einzige, was mich jetzt besonders interessiert, ist das andere Ending, wenn ich Mia heile. Und ich glaube, danach ist es vorbei. Höchstens vielleicht noch die DLCs, damit ich euch die zeigen kann. Weil, gehört ja auch so ein Let's Play dazu. Aber sonst hat es dieses Spiel mir nicht angetan. Ich bin einfach enttäuscht. Es war halt mehr so, ja, versteck dich Style. Du hast wenige Munition und ist halt eher so der Stil von The Evil Within. Aber gut.
Und oft genug bin ich einfach nur verzweifelt. Oder ich fand diese Systeme, wie von wegen, ja, Mann, der hat dir die Hand abgehakt, der hat das mit dir gemacht und du brauchst den Bus zu heilen und du stehst wieder, fand ich ziemlich dämlich. Und vor allem, wurde auch gar nicht erklärt, ob ich auch infiziert bin oder was die mit mir gemacht haben. Vor allem, das Komische ist ja, die anderen brauchen ein Serum, um geheilt zu werden. Und du kannst einfach abhauen ohne Heilung. Na, dieses Spiel, ich weiß nicht, es ist nicht meins. Es ist okay, man kann es spielen, aber es ist jetzt nicht... Es kommt nicht mal in die engere Auswahl von meinen Top 20 oder sonst was. Ich habe von dem Spiel deutlich mehr erwartet. Aber kein Wunder nach Resident Evil Revelations 2. Das war richtig gut. Überrascht es mich nicht, dass dieses Spiel mich enttäuscht hat. So, Credits. Braucht jetzt noch 5 Stunden. Credits, würdet ihr mal bitte aufhören? Ich will wissen, ob es ein New Game Plus gibt. Und dazu müssen die Credits aufhören. Und dieser Part ist schon wieder ewig lang. So. Trotz alledem, dass ich so still war und so oft gefailt habe. und so oft gespeichert habe. Hoffe ich trotz alledem, dass euch das Let's Play gefallen hat. Ich hatte trotzdem, dass ich das Spiel nicht vergöttere, trotzdem sehr genossen, es zu spielen und auch das Let's Play zu machen für euch. Ich weiß, andere haben wieder andere Meinungen, aber hey, das ist meine Meinung. Mich hat das Spiel nicht überwältigt. Gut, ich bin aber auch keine Person, die Ego-Perspektiven mag, deswegen spielt die Bumm auch nie Ego-Shooter. Aber gut. Ja, wir haben das Spiel jetzt übrigens in... ...in 45 Parts durch. Okay, 45 Parts, wow. Ist schon eine ganze Menge. Aber ich hatte auch schon Resident Evil Teile, die länger gingen mit 45 Parts. Gut war auf jeden Fall, dass sie halt, was haben sie eigentlich zurückgeholt? Die hatte das Speichern, dass man halt wieder speichern kann, wo man wollte. Hätte bloß noch gefehlt, dass sie ein Farbband zurückholen. Oh, komm schon, Credits. Ich will euch nicht mehr sehen, ja? Soll ich noch eine Punkteverteilung machen für das Spiel? Nee, lieber nicht. Los, wird dem nicht gerecht werden. Weil ich, wie gesagt, für den Spiel nicht so begeistert bin. Es ist halt jetzt nicht der Brüller, wo ich sag, ja, das war's jetzt. Das war geil. Vielleicht ist es in VR besser. Könnte sein. Aber da ist es halt dann so sau dunkel, wo man sich dann auf jeden Fall in die Hosen scheißt. Also, da war ja so schon grauenvoll genug. Ich musste mich auf jeden Fall sehr stark konzentrieren. Ja. Was mich halt immer noch gestört hat, ist, dass man in diesem Spiel keine Axt bekommen hat. So, na? Haben wir es jetzt bald mal. Nein, haben wir nicht. Ich glaube, jetzt haben wir es gleich. House of Moose. Original Approach. Das ist ein Zeichen da, sieht aus wie so ein... Das ist echt interessant. Na komm. Ja, was solltet ihr euch jetzt wundern, warum ich so viel von The Evil Within rede? Ich habe das komplette Let's Play von John McCloud gesehen. Und ich werde es auch noch Let's Playen. Na komm. Jetzt müssen wir es doch gleich haben. Das gibt's doch nicht. Da kommt immer noch was.
Vor allem steht auch alles auf Englisch dran, damit ja keine Sau irgendwas versteht. Ja, vor allem ich. Ernsthaft? Capcom. Was für ein Ending-Bild. Was ist das jetzt? So, der Schwierigkeitsgrad dieser Speicherdaten. Schwierigkeitsgrad normal. Neuversuche 44, ist mir egal. Mr. Everwhere zerstört 11 von 20. Antike Münzen 15 von 18. Akten gelesen 31 von 2. Eine habe ich übersehen. Okay. Inventarbox geöffnet 97 Mal. Arznei, Kräuter verwendet 42. Stabilisierer verwendet 1 Mal. Steriode verwendet 4 Mal. Neuer Boni, Waffe Albert 01R. Obiens wurde der Inventarbox im Hauptspiel hinzugefügt. Neue Boni, Objekt, die Geheimnisse der Verteidigung. Obiens wurde der Inventarbox im Hauptspiel hinzugefügt. Zusätzliche kostenloser Inhalt, Not a Hero, Frühling 2017. Zusätzlicher kostenloser Inhalt. Aha. So, was kann man jetzt machen? Dem Zusatzmenü wurden Inhalte hinzugefügt. Spielladen, Zusatzinhalte. Ah. Verbotenes Videomaterial. Als Beweismittel auf der Baker Farm sichergestellt wurden diese Videokassetten nie zuvor veröffentlicht. Bis heute. Sie erfüllen einige der Tragödien, die die Gefangenen der Bakers erleiden mussten. Ethan muss sterben. Ein ultraschweres Minispiel. Können sie lange genug überleben oder wird es ihnen zuvor den Willen brechen? Wir empfehlen das Hauptspiel abschließen, bevor sie Ethan muss sterben ausprobieren. Okay, alles klar. Ja, gut. Das verbotene Filmmaterial, also das ist dieses DLC, von dem ich gesprochen habe, schauen wir uns dann im nächsten Video an. Was ist unter mehr weitere Funktionen ansehen? Oh Gott, nein, brauche ich nicht. Optionen, neues Spiel fortsetzen. Das aktuelle Spiel fortsetzen. Was bedeutet das? Wo komme ich dann raus? Komplett am Anfang? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Gut, wir machen erstmal den Zusatzinhalte und dann klicken wir auf Fortsetzen. Gut, Leute, wir haben es damit soweit geschafft. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.